Zunächst werden wir abfragen, wo sie sich befinden, damit halt ganz schnell klar ist, dass, wohin wir die Hilfe schicken müssen, sollte das Telefonat abreißen, dass wir zumindest die Adresse haben und ihnen erstmal Hilfe schicken können. Und die weiteren Fragen wird der Disponent mit Ihnen besprechen, sodass Sie ganz genau wissen und durchs Gespräch geführt werden, dass wir schnellstmöglich alle Informationen erhalten über die Art der Verletzungen, wie viele verletzt sind, sodass wir schnellstmöglich die effektive Hilfe schicken können. Der Notruf 112, wo genau ist der Notfallort? Pinneberg, die Straße. Dingstätte, die Hausnummer. Ist das ein oder mehr Familienhaus? In welcher Etage befinden Sie sich? Was genau ist passiert? Wie alt ist der Kollege? 45 Jahre alt. Was heißt, er spricht nicht mit Ihnen? Atmet er noch normal? Wir versuchen, die Patienten natürlich zu beruhigen. Wir versuchen, ruhige Worte zu finden, selber Ruhe auszustrahlen und zu sagen, wir können Ihnen helfen, wir müssen Ihnen helfen, Sie müssen sich jetzt aber etwas selber beruhigen. Oder man muss auch einmal etwas lauter Stopp rufen, sodass die Leute in ihrem Redefluss unterbrochen werden und man dann anfangen kann, strukturiert abzufragen. Okay, dann hören Sie mir jetzt genau zu. Ich erkläre Ihnen, was Sie tun müssen. Sie müssen jetzt die Wiederbelebung des Herrn einleiten. Knien Sie sich seitlich neben die Person, legen Sie beide Hände übereinander auf die Brustkorbmitte, drücken Sie mit gestreckten Armen den Brustkorb kräftig und rhythmisch nach unten und zählen Sie dabei laut 1, 1, 1, 1. Teilweise ist es sehr schwierig, mit den Patienten darüber zu reden, weil die natürlich unbedingt ihre Hilfe haben wollen und teilweise auch glauben, dass wir selber fahren. Und dann kann man sie aber sehr schnell reinholen und sagen, die Kräfte sind bereits alarmiert und wir selber kommen nicht und wir versuchen ihnen jetzt zu helfen, beziehungsweise dem Patienten zu helfen, indem sie jetzt die Anweisungen befolgen, die wir ihnen mitteilen. Und so kriegt man die Patienten eigentlich sehr, sehr schnell eingefangen. Sie machen mal weiter, genau. Ganz wichtig ist nach wie vor, wo ist der Patient, in welchem Umfeld er sich befindet, in welcher Straße, in welcher Stadt. Das ist immer so das Allererste. Und ganz wichtig ist, hören Sie darauf, was der Disponent zu Ihnen sagt, weil so können wir eine ganz schnelle, strukturierte Abfrage gestalten, um so schneller die Hilfe effektiv schicken zu können.